So, moin auch, da bin ich wieder. Ich weiche mal von meinem ursprünglichen Plan ab und mache jetzt nicht weiter mit dem Verbalsuffixen der Abgeschlossenheit, sondern mache erstmal die Negation. Negation heißt Uchikeshi auf Japanisch. Die machen wir heute. Und dann machen wir modale Verbalsuffixe. Weil mir nämlich eingefallen ist, unklugerweise, dass die Verbalsuffixe der Abgeschlossenheit noch eine zweite Funktion haben, aber die Funktion greift nur oder findet nur Anwendung in Verbindung mit modalen Verbalsuffixen. Deswegen ist es halt sinnvoller, wenn ich zuerst die modalen Verbalsuffixe mache und dann halt danach erst die Viecher der Abgeschlossenheit. Okay, Negation, Uchikeshi. Da haben wir ein ganz prominentes Beispiel, nämlich die Silbe S mit der Verneinung in, im vormodernen Japanisch verhält sich eigentlich genauso wie im modernen Japanisch. Es wird auch an die Misenkei angehangen. Wie wir ja schon wissen, meistens ist der Misenkei-Anzeiger eine Silbe mit A. Hier haben wir ja Shiru, also Shira-S. Der Satz ist vielleicht nicht so repräsentativ, weil er recht speziell ist, weil er eine recht archaische Sprachstufe darstellt, wo man halt auch noch viel chinesischen Einfluss auf Form der in Japanisch sieht, aber wir überspringen diesen Aspekt mal oder blenden den so ein bisschen aus, weil ich darauf später in der Sitzung nochmal eingehen möchte. Ansonsten lese ich euch das Ding einfach mal vor und dann erkläre ich euch mal so. Also, Shikari to ie domo. Hito izure o makoto no urushi toyu koto o shirazu. So, halt speziell chinesische Sachen ist hier die Kanji-Verwendung vorne. Hier dieses archaische Zeichen für yu, das ich auch schon mal erwähnt habe. Oder ist hier die Negation nochmal in einem Kanji vor dem Verb steht. Aber wie gesagt, da gehe ich später nochmal drauf ein. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den hauptsächlichen Satz. Und der ist eigentlich ganz interessant. Diesen ersten Teil, Shikari to ie domo, übersetzen wir einfach adversativ, also trotzdem und so weiter und so fort. Shirazu, shiru ist ein Godan-Doshi, shira ist dann entsprechend die Misenkei davon und su, das... Verbalsuffix der Negation wird halt angehangen, also nicht wissen. Nicht wissen, direktes Objekt, eine Sache nicht wissen. So, und diese Sache ist wieder durch einen Attributivsatz näher bestimmt, und zwar wieder etwas wird als irgendetwas bezeichnet. Okay, das you, das... unmittelbar attributiv zu dieser Sache steht, ist dann entsprechend wieder in der Rentai-Kei, die sich halt von der Shushi-Kei nicht unterscheidet, wie das bei Godan-Doshi der Fall ist. Und gut, wir gehen die Sache mal an. Also, man weiß nicht. Es steht auch das Subjekt des Satzes da, nämlich Hito, Menschen, das mal wieder nicht markiert ist, weder durch einen Ga als Subjektmarker noch durch ein Wa als Themamarker. Also, die Menschen wissen nicht. Und was wissen sie nicht? Sie wissen nicht die Sache. Sie wissen nicht die so bezeichnete Sache. Sie wissen nicht die Urushi. Das ist ein Eigenname einer Person aus der Geschichte. Das ist übrigens eine Geschichte aus dem Konjaku Monogatari. Das erklärt auch, warum da Katakana stehen, keine Hiragana. Okay, mit dem Rushi, das ist auch nochmal näher bestimmt. Nämlich Makoto no Rushi, also der wahrhaftige oder der richtige Rushi, weil nämlich eine buddhistische Gottheit, Vaishravana, die Gestalt von Rushi angenommen hat, weil er einen Frevel gegen die Götter begangen hat und er will ihn dann auf den rechten Pfad zurückbringen und nimmt deswegen seine Form an. Deswegen die Frage, warum der wahrhaftige oder der richtige Rushi. Und dann Isure o, also welchen, direktes Objekt.
daran, dass wir halt zweimal Ohm haben als Marker für das direkte Objekt, können wir schon mal vermuten, wenn wir das jetzt nicht irgendwie schon vorher von mir gesagt bekommen haben, dass wir irgendwie einen Relativsatz da drin haben oder einen attributiven Nebensatz. Okay, jetzt muss man das Ganze noch in eine schöne Ordnung bringen. Trotzdem wussten die Menschen nicht, wen oder welchen sie bezeichnen sollten als wahrhaftigen oder wahren oder echten Rushi. Das wäre dann die Übersetzung des Satzes. Wie man sieht, mit Negation, denn die Leute wussten es nicht. Und hier auch wieder standardmäßig, fast standardmäßig, wie es halt öfters und regelmäßig mal vorkommt, wir haben mal wieder kein Okuligana, was uns irgendwie anzeigt, dass wir das Ra lesen müssen, aber man weiß es halt, weil hier ein Su ist. Und es gibt noch mehr zum Su zu bemerken, deswegen mache ich noch einen zweiten Merksatz dazu. Der hier war zwar schon eindrucksvoll und ausreichend genug, um das Ganze zu erklären, aber Su reflektiert ein bisschen seltsam. Und deswegen mache ich noch einen zweiten Beispielsatz, um euch das zu zeigen. Kling! Die bezaubernde Genie hat einen zweiten Satz an die Tafel gezaubert. Warum mache ich einen zweiten Satz zu einem so banalen Verbalsuffix wie Su? Es hat einen Grund, und zwar ist Su nicht unbedingt so banal, wie es aussieht. Es hat nämlich mehrere Formen, was es manchmal ein bisschen schwierig macht zu erkennen, weil es unter anderem halt eine Form gibt, die man gerne mit einem anderen Verbalsuffix durcheinander bringt. Ich erzähle euch aber mal kurz, wie man das Ganze richtig angeht. Ich habe hier einen Satz ausgesucht, der ist aus dem Ise Monogatari 9. Abschnitt, den ich einfach jetzt mal vorlese. Miyako ni wa mie nu tori nareba minabito mi shirazu. Alter Bekannter ist hier das Verbal, die Partikel Ba, angeschlossen an die Isenke, weil wir hier eine E-Silbe haben und wir wissen ja, dass die Kokola Nari, die wir hier haben, wie ein Rahenverb flektiert. Und dann wissen wir entsprechend auch, dass wir das temporal oder kausal übersetzen. Ich werde jetzt mal diktieren, dass wir das hier kausal übersetzen, also weil. Kokula sein, also weil irgendwas ist, weil irgendwas Tori ist, ein Vogel ist. Und dieser Tori ist durch einen attributiven Nebensatz weiter bestimmt. Wir wissen, wenn wir attributive Nebensätze vor Substantive stellen, dann steht das Verb in oder das Verbalsuffix, das unmittelbar vor diesem Substantiv steht, in einer bestimmten Form, nämlich der Rentaike. Und dieses Nu ist die Rentaike von Su. Es mag jetzt ein bisschen verwirrend klingen, es ist halt einfach so, dass Su in Anbetracht der Tatsache, dass es drei Formen hat, einfach relativ unregelmäßig ist, weil alle Formen in verschiedenen Anwendungsbereichen halt Anwendung finden. Es gibt halt einmal die Form Su, die eigentlich nur in der Shushike vorkommt, wie zum Beispiel hier am Satzende wieder Shira Su, also man weiß etwas nicht, beziehungsweise Mishirazu, man sieht und weiß etwas nicht. Dann haben wir eine, ich nenne es mal N-Form, nämlich das Nu, das in der Rentaike Anwendung findet. Und es soll angeblich in der Renyoke noch nie geben, ich habe es persönlich aber noch nie gesehen. Muss nichts heißen, ich habe ja jetzt auch nicht so die krasse Bumbo-Lese-Erfahrung, aber ich habe es halt wie gesagt noch nie gesehen. Wichtig und zentral ist auf jeden Fall, dass Su in der Rentaike die Form Nu hat. Und dann gibt es noch eine dritte Form, da flektiert das Su so wie die Sekundärflektion von Keyoshi, beziehungsweise wie Keyoshi flektierenden Verbalsuffixen. Und Sekundärflexion läuft halt ganz parallel zur Rahenreihe, ist halt regelmäßig. Das Einzige, was wir dabei bemerken müssen, ist, dass es keine Shushike bei dieser Sekundärflexion von Su gibt, weil diese Shushike eigentlich immer durch das Su repräsentiert wird. So,
Es gibt noch ein weiteres Verbalsuffix, das auch nu lautet. Das ist ein Verbalsuffix, das den Aspekt der Abgeschlossenheit ausdrückt. Das wird seinerseits an die Renyoke angehangen. Wir haben hier miyu in der Form mi-e. Und da haben wir das Problem, dass wir dann nicht mit Gewissheit sagen können, ob es Misenke oder Renyoke ist. Und entsprechend können wir zumindest theoretisch, wenn das alleine stünde, dieses nu nicht endgültig interpretieren. Allerdings können und müssen wir hier davon ausgehen, dass es die Rentaike von su ist, weil nämlich das Verbalsuffix nu, was an die Renyoke angeschlossen wäre, in der Rentaike eine andere Form hätte. Entsprechend ist es halt so, wir können es entweder aufgrund des Anschlusses bestimmen, ob es jetzt ein Nu oder ein Su ist, oder falls das aufgrund der Verbklasse nicht möglich sein sollte, können wir es immer noch anhand der Form machen, in der halt entsprechend das Nu oder das Su steht. Dazu später mehr, ich werde dann entsprechend noch einen Beispielsatz bringen. Okay, ansonsten können wir den Satz einfach relativ locker runter übersetzen, weil die Grammatik ja so weit bekannt ist. Also, weil etwas ist ein Vogel, ein Vogel, der nicht sichtbar ist oder den man nicht sehen kann, in, nie, das war betont, diese Ortspartikel nie, und dann wo, Miyako, die Hauptstadt. Also, weil es ein Vogel ist oder war, den man in der Hauptstadt nicht sehen kann oder konnte. Minabito heißt jeder, in Verbindung mit der Negation dann entsprechend niemand. Also, niemand sah und wusste. In schönem Deutsch ist das Ganze dann, weil es ein Vogel war, den man in der Hauptstadt nicht sehen konnte. Er kannte ihn niemand. Wir müssen jetzt halt uns dazu denken, dass man ihn sehend nicht erkennt. Im Japanischen ist es halt recht klar und deutlich, aber im Deutschen würde man das halt nie irgendwie rüberbringen, dass man ihn sehend nicht erkennt. Man erkennt ihn halt einfach nicht. Hier hinten halt, wie gesagt, ist nochmal das Verbalsuffix su, aber ganz traditionell, normal und einfach in der Shushike. Und auch angeschlossen an eine ganz klar identifizierbare Misenke, nämlich von Shiru, dem Godan-Doshi, wissen oder kennen. Das war's. Und damit gehen wir dann jetzt erstmal über zu Verbalsuffixen der Modalität. Und wenn wir die haben, dann gehen wir danach wieder den Schritt zurück an die Renyuke angeschlossenen Verbalsuffixe, nämlich diejenigen für den Aspekt der Abgeschlossenheit. Auf geht's!